This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es darum, dass Zeit eine Illusion ist. Und die Zeit ist einfach relativ. Also, ihr werdet es ja bestimmt kennen, wenn du zum Beispiel auf irgendwas wartest. Du wartest auf den Bus, du wartest auf den Zug, du wartest aufs Wochenende, egal auf was. Die Zeit vergeht ewig nicht und im Grunde ist nichts passiert. Das ist auch so ein Paradox der Zeit. Wenn viel passiert, dann vergeht die Zeit schnell. Und es ist wieder wie als Kind, so die Jahre verstreichen einfach so und es passiert so unglaublich viel. So die Sommerferien, die sind einem vorgekommen wie ein ganzes Leben. Aber doch sind sie so schnell vorbeigegangen. Und genau andersrum wieder so dieses Paradoxe eben, wenn man nichts tut, wenn nichts passiert, wenn man nicht im Moment ist, dann braucht die Zeit ewig, wenn man einfach nur wartet. Und im Grunde ist nichts passiert. Und dieses Kindliche, dass diese Zeit einfach wieder vergeht, wie im Flug und doch so viel passiert, das ist das, wo man, denke ich, hinkommen sollte. Und das ist auch das, wo man wieder hinkommt. Wenn das Bewusstsein sich wandelt, dann ist die Zeit einfach nur wie, zack, wie ein Schnipsel und ein Jahr ist rum. So. Die letzten 2, 3 Jahre sind für mich immer schneller vergangen. Im Moment ist die Zeit wieder für mich geworden wie als Kind. Es ist wieder, ja, man denkt gar nicht drüber nach, man macht was und wenn man nicht wartet und einfach im Moment ist, dann verstreicht die Zeit einfach. Aber Zeit ist wirklich eine, ja, es ist wie eine Illusion. Und jetzt kann man auch viel mehr wahrnehmen. So früher dachte ich zum Beispiel, oh, ich möchte mal alt werden oder so. Oder wenn ich mich gesund ernähre, dann werde ich ganz alt und dann habe ich noch so viel von Leben und muss ich diese Zeitqualität mal bewusst machen. Also selbst in den letzten Jahren jetzt, auch wenn viele Leute zum Beispiel dann sagen, hey, geh arbeiten und mach einen 0815-Job. Und das ist aber gar nichts für dich zum Beispiel. Für mich war das damals auch so, ich habe gemerkt, so ein normaler Bürojob ist nichts für mich. So. Und wenn ich da jetzt reingehen würde, so nach dem Studium, hätte ich halt im Ingenieurbüro anfangen können und ja, da irgendwie als Ingenieur arbeiten können. Aber ich habe halt gemerkt, wenn ich in so ein Büro gehe und dann ist man mal so in diesem Hamsterrad drin, sag ich mal. Und man geht nur noch Tag ein, Tag aus zur Arbeit. Und es passiert nichts mehr. Jeden Tag das Gleiche so. Du machst dann am Abend nichts mehr, nicht mehr viel so. Ich hatte schon eben fast, ich habe schon lang genug gearbeitet gehabt, eben nebenbei im Studium, im Ingenieurbüro oder auch so andere Jobs noch gehabt. Und du machst dann nichts. Du gehst auf die Arbeit und gerade wenn du so einen typischen 40, 50 Stunden Job hast, du gehst halt, stehst früh auf und gehst zur Arbeit, machst deine Sachen und wenn dich das nicht wirklich erfüllt, dann gehst du halt wieder nach Hause am Abend. Dann hast du vielleicht noch ein paar Stunden, bist aber dann auch platt, weil die Arbeit ja meist Energie raubt, wenn du nicht wirklich das tust, was du liebst oder was dich erfüllt. Also da mag es auch Ausnahmen geben. Ich glaube, es gibt auch genug Menschen, die wirklich lieben, was sie arbeiten. Und dann ist es auch in Ordnung so. Aber viele ist es halt so, die gehen halt auf die Arbeit, weil die Arbeit ist die Miete zahlt. Ne? Und dann ist es eben so, dass die Zeit einfach immer wieder nur aus Wiederholungen besteht. Dann hat man vielleicht mal einen Tag am Wochenende, den nutzt man dann, um, weiß nicht, Freunde zu sehen, um Familie zu besuchen oder was auch immer. Und ich sehe viele Menschen so, die habe ich jetzt seit 5 oder 10 Jahren nicht mehr gesehen. Und seitdem die aus der Schule raus sind, und vorher auch schon viele, weil die vorher auch schon in so einem Rhythmus drin waren, in so einem normalen Hamsterradstrudel einfach. Da fand keine Entwicklung statt. Die sprechen noch das Gleiche wie vor 10 Jahren. Ich
kann die Sätze weiterreden, was sie mir sagen werden. So. Und das ist auch nicht schlimm, aber daran sehe ich nur mal so, ob ich jetzt irgendwie 80 Jahre, 60 Jahre verbringe, immer das Gleiche mache, keine Entwicklung stattfindet. In den letzten 3 Jahren, die ich gelebt habe, da habe ich mehr erlebt als jemand in seinen 50, 80 Jahren, was er da lebt. Und ich könnte jetzt jederzeit glücklich sterben. Und hätte mehr davon gehabt, und weil ich einfach das gemacht habe, was ich gefühlt habe. Und ja, auf dem Sterbebett bereut man eh immer das, was man nicht gemacht hat. Man bereut nicht das, was man gemacht hat. Kein Mensch bereut es. Und daran sieht man eben, wie relativ die Zeit ist. Und man kommt auch vom Bewusstsein wieder dahin, dass die Zeit einfach so verstreicht, wie als Kind eben. Und wenn man dann wirklich macht, was einen erfüllt, dann schafft man so viel mehr, es wird so viel produktiver, muss ich eben auch das entsprechende Umfeld dann suchen und alles verändern außenrum. Ja, aber die Zeit ist eben nur eine Illusion, so. Was ist morgen? Das entsteht immer nur aus dem Jetzt. Wenn die Zukunft eintrifft, dann ist es jetzt. Und die Vergangenheit besteht auch nur aus dem, was jetzt passiert. Und wenn ich jetzt glücklich bin, dann habe ich eine gute Vergangenheit. Und dann kann meine Zukunft auch gut werden. Und der Schlüssel ist einfach das Jetzt. Es ist halt schwer zu erklären, aber die Zeit ist nur eine Illusion. Und man wird nie in der Zukunft leben. Wenn man jetzt lebt, dann ist, ja, wenn die Zukunft eintrifft, dann jetzt. Und die Vergangenheit ist immer aus dem, was man jetzt gemacht hat. Ja. Und ich möchte euch einfach mal in dem Video hier wieder bewusst machen, so dass ihr wieder das lebt, was euch wirklich erfüllt und wirklich da reingeht, vom Herzen aus zu handeln und nicht von Zwängen, Ängsten, wo man vielleicht hat, von irgendwelchen Zukunftsängsten. Fragt euch wirklich mal, was gibt es denn zum Beispiel jetzt, in dem Moment, wo ihr gerade seid, für Probleme? Und im Prinzip gibt es da nichts. Wenn man sich Probleme erzeugt, dann immer in der Zukunft, weil man Angst hat vor irgendeinem Mangel, dafür auch kein Geld, keine Unterkunft oder was auch immer zu haben. Oder irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit, wo man noch nicht verarbeitet hat, wo man irgendwelche Ängste hat, wie jemand reagiert. Und wenn man eigentlich in jedem Moment die Situation neu entscheidet und neu beurteilt, dann ist man wirklich frei und kann wirklich frei handeln. Genau. Und das ist eigentlich das, wo man wieder hinkommen sollte und sich diese Illusion der Zeit mal wieder zu nehmen. So, es ist kein Ziel, alt zu werden. Es ist die Qualität der Zeit. Aber so viel dazu. Macht's gut, Leute. Ciao. Thank you.